Lustige Schule. Hallo, willkommen in der lustigen Schule. Schaut mal, was ist das? Das ist ein Babybett. Babybett. Und was haben wir hier? Das sind Babyflaschen. Babyflasche. Und was ist das hier? Das ist ein Babyborn-Junge. Babyborn-Junge. Ich habe eine prima Idee. Heute spielen wir zusammen mit Leo. Na los, komm mit. Ich spiele gerade mit Emily. Sie liebt diese Rasse. Hört ihr das? Das ist Chichilov. Hey, Chichilov, komm her. Hallo, Valeria. Hallo. Oh, du hast ja ein hübsches Kleid und so eine schöne Schleife. Oh, danke. Ich habe das erst letztens gekauft, beim Schlussverkauf. Oh, super. Vielleicht gehen wir da heute zusammen hin und kaufen etwas für Emily. Okay, Valeria, ich habe eine Überraschung für dich. Juhu, juhu, juhu. Leo, komm her. Leo, schaut mal. Das ist Leo. Das ist Emilys Freund. Er kommt uns heute besuchen. Oh, prima. Zuerst müssen wir die Jacke ausziehen. Komm, ich helfe dir, Leo. Chichilov, kannst du etwas Wasser bringen, damit wir die Hände und das Gesicht waschen können? Okay. Leo! Emily! Schaut mal, die freuen sich, dich zu sehen. Hier habe ich das Wasser. Danke, Chichilov. So, zuerst diese Hand. Sind ja ganz schön schmutzig. Valeria, das Gesicht nicht vergessen. Richtig. Jetzt ist dein Gesicht dran. Hier noch etwas. Das reicht. Chichilov, kannst du mal im Babybett nachschauen, ob wir etwas Klamotten haben für zu Hause? Ja, mach ich. Oh, hier sind viele. Prima, lass uns mal nachschauen. Das ist ein Schlafanzug, aber der ist pink. Der ist eher für Emily. Und hier haben wir noch etwas Pinkes. Ein Kleid. Passt dir das? Das ist nicht für Leo. Und was ist damit? Da ist sogar ein Löwe drauf. Ja, das wird passen. Super gut. Das brauchen wir nicht mehr. Das ziehst du an, Leo. Ja, ja. Das ist super, aber ist etwas zerknittert. Chichilov, kannst du mir das Bügeleisen bringen? Hier kommt das Bügeleisen. Prima, danke. Das ist ein Bügeleisen. Vorsichtig, denn hier unten ist es immer ganz heiß. Super, fertig gebügelt, nicht mehr zerknittert. Juhu, jetzt hat Leo was zum Anziehen. Fertig. Oh nein, Leo, was ist denn los? Oh nein, die sind krank, sie sind krank. Nein, Chichilov, keine Sorge. Die wollen nur was essen. Lass uns mal schauen, was wir im Kühlschrank haben. Oh nein, wir haben nichts.
Keine Sorge, hört auf zu weinen. Ich gehe schnell zum Supermarkt und kaufe euch ein paar Haferflocken. Super, danke, Tschitschilov. Und in der Zwischenzeit zeigen wir euch einen Cartoon. Die vier kleinen Autos. Hallo, Autos. Geht ihr auf den Spielplatz? Oh, wie sieht's denn hier aus? Überall liegen Bälle rum. Sie haben den Zaun umgeworfen. Und die Bäume. Aus dem Ballbecken rollen noch mehr Bälle raus. Wir müssen die Löcher schließen. Das rote Auto hat einen Kreis gefunden. Da passt er nicht hin. Der Kreis muss woanders hin. Hier. Das gelbe Auto hat eine Raute gefunden. Damit machen wir das zweite Loch zu. Das ist ein Quadrat. Grünes Auto, setze es an seinen Platz. Das blaue Auto bringt ein Dreieck. Prima, jetzt rollen keine Bälle mehr aus dem Ballbecken. Zeit, Ordnung zu schaffen. Das rote Auto hat eine Schaufel gefunden. Damit kann es die Bälle zusammenschieben. Das blaue Auto stellt die Bäume wieder auf. Das grüne Auto dreht den Korb für den Fußball um. Jetzt kann es auch den Eimer und die Schaufel wegräumen. Das blaue Auto braucht Hilfe, um den Zaun wieder aufzustellen. Der ist sehr schwer. Prima! Das grüne Auto hilft auch mit der Schaukel. Jetzt müssen wir noch die Blöcke stapeln. Prima! Auf dem Spielplatz ist es wieder ordentlich. Gut gemacht, Autos! Oh, so viel Gemüse und Obst! Oh, das ist eine Orange und die ist orange. Und das?
ist eine Wassermelone. Drinnen ist sie rot und draußen ist sie grün. Das hier ist eine Aubergine und die ist lila. Und hier ist Kohl. Der ist grün. Tschitschilov, wie kann ich dir denn helfen? Lefty, ja, ich brauche unbedingt Haferflocken. Na gut, aber ich habe nur Erdbeergeschmack. Erdbeer? Ja, ich denke, das passt. Wie viel kostet es? Das macht 10. Hier bitte, ich habe 10. Danke für deinen Einkauf. Bis zum nächsten Mal. Danke, Lifty. Valeria, ich bin wieder zurück. Super, das ging ja schnell. Tschitschilov hat uns Erdbeerhaferflocken mitgebracht. Die müssen wir jetzt schnell kochen. Wir brauchen heißes Wasser. Unser Haferbrei machen wir mit Wasser, weil die beiden noch sehr klein sind. Oh, unser Haferbrei ist fertig. Jetzt brauchen wir 2 Teller. Und 2 Löffel. Guten Appetit euch beiden. Super, dass es dir schmeckt, Emily. Hier, Leo. Oh, schaut mal, die haben alles aufgegessen, so schnell. Tschitschilov, kannst du bitte das Geschirr abwaschen und wir gehen so lange spielen? Ja, na klar. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Tschüss.